Insofern behandeln wir jetzt den Tagesordnungspunkt 16. Da wir dann am Ende der Sitzungszeit sind, wird das der letzte Tagesordnungspunkt vermutlich sein. Es gibt zum Tagesordnungspunkt 16 zwei Ersetzungsanträge und einen Änderungsantrag sowie ein Rederecht. Ich schlage vor, dass wir zunächst die Anträge einbringen lassen, dann das Rederecht. In der Reihenfolge den Ersetzungsantrag Herrn Dr. Schulte-Wissermann, den Änderungsantrag Fraktion Die Linke und einen Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen und dann das beantragte Rederecht. Und dann gucken wir den Redebedarf der Fraktion. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir haben heute hier eine Vorlage, die entscheiden soll über die Finanzierung und den Bau eines neuen Affenhauses. In der Sache, könnte die Unruhe vielleicht etwas aufhören, in der Sache entscheiden wir, ob die Stadt dem Zoo 12 Millionen Schulden leiht und der Zoo diese und die Stadt dann dem Zoo in den nächsten Jahren 400.000 Euro gibt, die der Zoo direkt wieder an die Stadt zurückgibt. Das lässt den Zoo dann im Jahr 2031 mit fast 10 Millionen Euro Schulden zurück und kein Mensch weiß, wie der Zoo dieses Geld jemals zurückzahlen soll. Und natürlich wissen wir, was dann passiert. Wir wissen, was im Jahr 2031 passiert. Der Zoo wird sagen, ups, wir können das Geld nicht zurückbezahlen. Der Stadtrat wird natürlich dann aushelfen. Wir verschieben jetzt nur ein Problem. Wir verschieben Meine jetzt Damen nur und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, dass wir im Schlussspurt mit der Konzentration nicht nachlassen. Und deswegen würde ich bitte alle Gespräche, die, wenn sie denn sein müssen, außerhalb des Saals zu führen wissen, damit wir den jeweiligen Redenden die Aufmerksamkeit schenken. Bitte sehr, Herr Dr. Schulte-Wissermann, fahren Sie fort. Wir verschieben einfach nur das Problem 10 Jahre und wir hinterlassen den politischen Menschen im Stadtrat und der Kommune Dresden 10 Millionen echte, wahre Schulden bei einer Bank im Jahr 2031. Das ist finanzpolitisch, ist das verantwortungslos. Und daher schlage ich vor, dass ehe wir jetzt ohne Not 17 Millionen Euro für ein neues Affenhaus ausgeben, dass wir Alternativen testen, dass wir Alternativen checken, dass wir herausfinden, kann man mit den Affen, die jetzt da leben, zum Beispiel was anderes machen. Man kann zum Beispiel Jaka und Judy, die bald 50 sind, kann man im Dresdner Zoo belassen, wenn man die drei anderen Tiere abgibt. Die drei anderen Tiere könnten dann zum Beispiel nach Florida, wo auch mal ein deutscher Orang-Utan abgegeben wurde, oder nach Wales. Dort habe ich mit der ehemaligen Tierschutzbeauftragten von Berlin und auch der damaligen Tierschutzbeauftragten, aller deutschen Tierschutzbeauftragten telefoniert. Sie war da persönlich und hat gesagt, ja, diese Institution, das geht. Kein Mensch weiß, wie teuer das ist, aber die in Wales haben mir eine Mail geschrieben, für einen Bruchteil könnten dort die Affen aufgenommen werden. Das sollten wir prüfen und dann entscheiden, ob wir in Pandemiezeiten 17 Millionen Euro für ein Affenhaus ausgeben. Zweitens, der Antrag hat ja zwei Punkte. Der zweite Punkt sagt, wenn wir etwas für Artenschutz und für Klimaschutz tun wollen, dann sollten wir doch direkt dort vor Ort helfen. Also der Antrag zielt darauf, dass Dresden 250.000 Euro im Jahr für Regenwald- oder für Orang-Utan-Programme, für Auffangstationen ausgibt, um direkt dort den Urwald zu schützen. Mit diesem winzigen Geld verglichen mit den 17 Millionen Euro können wir viel mehr erreichen, als wenn wir hier weiter die Affen einsperren. Meine Damen und Herren, wichtig ist, mein Antrag hier heute ist nicht über die Grundsatzentscheidung, wollen wir ein Affenhaus oder nicht. Es ist noch nie geprüft worden, ob man was anderes machen kann. Sie hören immer nur, der Zoo und der Zooaufsichtsrat sagt, das und das geht nicht. Aber haben Sie in Ihren Unterlagen irgendwelche Baupläne?
Haben Sie Ihren Unterlagen zum Zoo irgendwelche Betriebskonzepte? Wie werden die Affen leben? Werden Sie, welche Lebensbedingungen haben Sie? Es gibt auch so gut wie keine Aussage zur Zucht. So, das sind alles Dinge, die wir alle nicht wissen. Und natürlich wird der Zoo uns nicht immer die Wahrheit sagen. Das wissen wir. So, deswegen müssen wir die Informationen haben. Und wenn wir herausfinden würden, dass wir mit den in Dresden lebenden 5 Affen, dass wir für, ich sag mal, zwar eine Zahl, 1 Million Euro, denen ein super Leben, das restliche Leben bieten können und ansonsten den Platz im Zoo vielleicht besser nutzen könnten, sollten wir darüber diskutieren. Meine Damen und Herren, geben Sie sich einen Ruck und wirklich 17 Millionen, um 22.30 Uhr wird es gleich sein, ebenso zu beschließen, ohne zu wissen, was wir wirklich genau beschließen, ist nicht schlau. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächstes der Änderungsantrag Fraktion Die Linke. Wer bringt ihn ein? Frau Apel, bitte sehr. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen, meine restlichen Damen und Herren hier im Saal. Neubau des Orang-Utan-Hauses oder nicht, wir leben jetzt hier in Dresden eine Debatte, eine gesellschaftliche, die die Haltung von Tieren in den zoologischen Gärten betrifft. Und natürlich ist auch in der Fraktion der Linken deutlich geworden in der Diskussion, dass es da sehr unterschiedliche Standpunkte zu dem Thema gibt. Jedoch will ich hier keine fachpolitische Debatte führen. Ich werde kurz den Werdegang unserer Entscheidung schildern. Als Aufsichtsrätin im Zoo hatte ich mir ein modernes Zentrum mit filmischen Botschaften gewünscht. Man taucht ein in eine virtuelle Welt der Affen. Ein solcher Wunsch wird aber weder vom Zoo noch der Mehrheit des Aufsichtsrates oder vieler Dresdnerinnen geteilt. Auf der anderen Seite war dem Zoo ganz klar die Aufgabe gestellt, die Orang-Utan-Haltung schleunigst zu ändern. Ich war Frau Schott, der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, sehr dankbar, dass sie es übernahm, eine Verbindung zur Primatenforscherin Dr. Signe Breuschoft in Borneo herzustellen, mit ihr zu sprechen. Sie meinte, diese im Zoo groß gewordenen Affen stellen eine eigene Population dar. Als Botschafter der vom Aussterben bedrohten letzten Population in freier Wildbahn machen sie den Menschen bewusst, dass es fühlende und denkende Wesen sind und wir die Naturzerstörung beenden müssen. Der Entwurf des Gebäudes ist nun ungewöhnlich, aber wird für die Affen und einige weitere Tierarten eine fundamentale Verbesserung bringen. Aus diesem Grund habe ich im Aufsichtsrat für den Bau der Anlage gestimmt. Da ich aber nicht nur meine Sicht der Dinge innerhalb der Fraktion darstellen wollte, habe ich darum gebeten, Vertreterinnen der Tierbefreierinnen einzuladen. Und es fand mit Ihnen und einigen Fraktionsmitgliedern ein Austausch, eine sehr lebhafte Diskussion statt. 2 Vertreterinnen der Fraktion nahmen an der Gesprächsrunde im Zoo teil. Im Kontakt mit Frau Dr. Yvonne Würz, der Fachreferentin für Zoo und Zirkus von Peter, wurde ein interessanter Vorschlag gemacht. Sie fragt, ob die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, dem Neubau nur unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass im Dresdner Zoo keine weiteren Orang-Utan-Zucht stattfinden soll. So ließe sich zumindest die Lebenssituation der 5 Orang-Utans verbessern. Langfristig könnte der Zoo dann als Aufnahmestation für Orang-Utans aus anderen Zoos mit schlechteren Haltungsbedingungen fungieren. Damit wäre zumindest ein erster Schritt getan, um die Haltung der Menschenaffen auslaufen zu lassen. Diesen Vorschlag nahm ich auf und stellte das in der Fraktion vor. Aus der Diskussion wurde der Ergänzungsantrag, also ein Ergänzungsantrag ist das nur, zu prüfen, ob die moderne Anlage zu einer Aufnahmestation für Orang-Utans aus anderen Zoos mit schlechteren Haltungsbedingungen entwickelt werden kann. Ich hatte mir persönlich mehr gewünscht, aber der Diskurs ist voll im Gang. Dass dieser weitergeführt wird, das ist notwendig. Ob der Ergänzungsantrag der Grünen zu dieser weiteren Diskussion führt, das weiß ich nicht. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen und ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Weiterentwicklung der Dresdner Zoos als Forum für gesellschaftliche Auseinandersetzung über Artenschutz und Tierrechte einfach ohne Diskussion mit dem Zoo selber den überzustülpen. Das geht meiner Ansicht nach nicht. Deswegen reicht mir einfach die Zeit nicht, um hier eine Zustimmung für den Antrag der Grünen für mich möglich zu machen. Es gibt ja auch noch eine andere Seite. Die Dresdnerinnen lieben ihre Orang-Utans und möchten, wünschen sich eine gute Haltung der Tiere.
Einem Aufruf zur Spende für eine neue Anlage folgten viele Dresdnerinnen und so kamen in kurzer Zeit bereits 450.000 Euro zusammen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass für den Artenschutz vor Ort mehr getan wird. Dazu ist der Artenschutz-Euro vom Zoo da. Weitere Spendenaktionen sind sicher möglich. Mein Optimismus zur Erhaltung des natürlichen Lebensraums der Orang-Utans in Indonesien ist nicht groß. Die Abholzung des Regenwaldes zur Palmölgewinnung, 85% kommt von dort weltweit. Der Kohleabbau und Brände schreiten weiter fort. Jeden Tag sterben etwa 25 Orang-Utans der noch kleinen verbliebenen Population, weil ihr Lebensraum verloren geht. Ein großer Teil der Fraktion der Linken wird dem Kredit zur Finanzierung des Orang-Utan-Hauses zustimmen. Aber auf jeden Fall stimmen alle unserem Ergänzungsantrag zu. Ich bitte Sie auch darum. Danke. Vielen Dank, Frau Appel. Und der nächste Antrag, Bündnis 90, die Grünen. Wer bringt den ein? Frau Schäfer, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, werte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, liebes Publikum an den Bildschirmen der Live-Übertragung. Da es üblich ist, sich vor seiner ersten Rede im Stadtrat kurz vorzustellen, mein Name ist Tanja Schewe, ich bin Tierärztin mit eigener Praxis hier in Dresden. Vorweg, es geht in dieser Vorlage gar nicht um die Fragestellung, ob ein neues Orang-Utan-Haus gebaut werden soll oder nicht, sondern lediglich um die Frage, ob wir das als Stadt, das dafür benötigte Geld, selber dem Zoo als Kredit zur Verfügung stellen oder dem Zoo eine Bürgschaft bei der Bank geben. Diese ganze Diskussion über das Für und Wider einer Haltung von Menschenaffen wurde jetzt zwar losgetreten, aber hat so mit der Vorlage an sich nichts zu tun. Das Haus wird sowieso gebaut. Und auch eine negative Entscheidung hier im Stadtrat könnte das nicht verhindern. Auch wenn jetzt in Pressemitteilungen mit Begriffen wie Taschenspielertricks in der Öffentlichkeit versucht wird, eine Stimmung zu provozieren, mit der man Tierhaltung in Zoos jetzt generell in Frage stellen möchte. Im ersten Treffen einiger Fraktionsmitglieder zu diesem Thema stellten auch wir fest, dass es in der Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Haltung von Menschenaffen im Zoo sehr viele unterschiedliche Meinungen auch innerhalb unserer Fraktion gab. Je nachdem, ob man es aus sachlicher Herangehensweise betrachtet oder so die Tierhaltung der Tiere akut verbessern möchte oder eben auch die Tierrechte der dann eingesperrten Orangs beleuchten möchte und dann daraufhin die Meinung hat, es sei besser, sich von der Tierart komplett zu verabschieden. Auch wenn man dadurch einer weiteren Tierart einen Todesstoß versetzt. Weil diese Meinungen bei uns ebenso unterschiedlich vorhanden sind, werden Sie das auch im Abstimmungsverhalten bei uns bemerken. Meine persönliche Meinung dazu ist, ja, wir brauchen dringend ein besseres und schöneres Zuhause für unsere Orangs. Dieses Haus soll das größte, modernste und beste Orang-Utan-Haus in Europa werden. Und es wird so auch weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Orang-Utan-Haltung setzen. Egal, wie es dann mit unseren Orangs und der Frage der Zucht mit unseren Orangs weitergeht. Mit dem Bau dieses Hauses verbessern wir auf jeden Fall die Lebensbedingungen der 5 Orangs, für die wir als Stadt verantwortlich sind. Das ist für mich das vorrangige Argument. Sie sind nun einmal da und wir sind so verpflichtet, schnell Abhilfe zu schaffen. Ich denke, dass meine Mitstreiterinnen der anderen Parteien hier gleich noch viele Gründe für den Neubau nennen werden. Daher möchte ich jetzt noch einmal kurz nicht weiter auf dieses Thema eingehen, sondern Ihnen jetzt noch unseren Ergänzungsantrag vorstellen. Die Artenschutzarbeit im Zoo weltweit wird immer dringender und notwendiger. Ich halte das derzeitige Artensterben auch durch den Klimawandel für das größte und dringendste Problem unserer Zeit und wir brauchen Zoos, um diese Problematik besser zu vermitteln. Viele Tierarten, die ich noch als kleines Kind im Zoo sehen konnte, gibt es inzwischen nicht mehr. Und viele der Tiere, die wir heute noch in Zoos oder der Natur sehen können, wird es bereits in 10 oder 15 Jahren so auch nicht mehr geben. Wir sehen anhand der aktuellen Situation, dass es inzwischen viele Menschen gibt, die der Meinung sind, dass es besser sei, auf eine Tierart auf dieser Erde zu verzichten, als diese verantwortlich im Zoo zu erhalten. Ein Gedanke, der mir persönlich absolut widerstrebt. Eine Tierhaltung hat für mich immer etwas mit Verantwortung zu tun und ich finde auch nichts schlimmer, als wenn man Tiere loswerden möchte, weil man plötzlich andere Interessen hat oder sich eines mit der Tierhaltung verbundenes Problems nicht stellen möchte. Das erlebe ich in meiner Praxis leider viel zu oft. Immer öfter steht aber jetzt die Frage im Raum, was ist wichtiger? Wollen wir eine Tierart, die im Zoo noch überleben kann, aber demnächst draußen ausgestorben ist, im Zoo weitererhalten oder sagen wir klar, dann lassen wir sie eben sterben? Orang-Utans sind nun den Menschen evolutionär sehr nahestehend. Daher muss man sich, besonders bei dieser Tierart, mit diesen kritischen Fragen auseinandersetzen.
Wir möchten als Grüne mit unserem Ergänzungsantrag die Möglichkeit schaffen, Bürgern, die sich für das Thema interessieren, sich in einer Art runden Tisch mit den zukünftigen Fragestellungen rund um unsere Orangs zu befassen. Wir wollen zusammen mit Fachleuten, aber auch Gegnern der Haltung von Menschenaffen versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Da würden wir uns um Ihre Zustimmung sehr freuen. Danke. Vielen Dank, Frau Schäfe. Nach der Einbringung der Anträge kommen wir nun zum Rederecht. Frau Tarin. Seien Sie herzlich willkommen. Sie haben im Rahmen dieser Stadtratsdebatte das Rederecht für die nächsten 5 Minuten, gerade das Rednerpult Ihnen. Bitte sehr. Guten Abend, alle, die noch hier anwesend sind und überhaupt noch ein bisschen Energie haben. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Anwesende und natürlich hallo an den Livestream. Mein Name ist Margret Aurin und ich spreche im Namen des Kollektivs Tote Zukunft. Ich möchte Ihnen gern stellvertretend unser Alternativkonzept vorstellen zum bevorstehenden Neubau des Orang-Utan-Hauses. Denn wir möchten mit Ihnen gemeinsam unseren Zoo in das digitale und nachhaltige Zeitalter heben und streben dazu einen weichen Wandel an. Unser Zoo liegt eingebettet im großen Garten, sehr idyllisch, aber darin liegt auch die Tücke. Denn flächenmäßig ist unser Zoo nicht erweiterbar. Das hat zur Folge, dass den untergebrachten Tieren keine ausgedehnten Gehege zur Verfügung stehen und beispielsweise die Orang-Utans seit Jahren beengt leben müssen. Wir plädieren dafür, dass diese Tiere in andere Zoos oder Auffangstationen wie der in Wales verlegt werden. Natürlich gemäß ihren sozialen Strukturen und Anspruch des einzelnen Tieres. Wir sind überzeugt, dass die Haltung exotischer Wildtiere in einem platzmäßig begrenzten Zoo nicht mehr zeitmäßig ist und plädieren deshalb für eine Neuausrichtung unseres Zoos. Unser Ziel ist es, den Fokus auf heimische Nutz- und Wildtiere zu legen, sowie den Einsatz von Virtual und Augmented Reality als ein weiteres Standbein voranzutreiben. Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Gehege für heimische Arten sind finanziell günstiger umzusetzen, der Unterhalt der Tiere ist billiger und gewisse domestizierte Arten erlauben einen nahbaren Kontakt mit den Besucherinnen. Damit würden wir das Bewusstsein unserer Kinder, die vom Aussterben bedrohten heimischen Tierarten, stärken. Zudem könnte der Zoo eigene nachhaltige Produkte verkaufen und der Besucher tatsächlich ein Stück Zoo mit nach Hause nehmen. Damit der Zoo auch dem Bedürfnis der Besucherin gerecht wird, exotische Arten wie die Orang-Utans zu erleben, wäre hier der Weg ins digitale Zeitalter einzuschlagen. Paradebeispiele wie der Zoo in Guangzhou in China zeigen, dass die Besucherin vor allem wegen diesem Erlebnis in den Zoo strömen. Mit 360-Grad-Videos und Einsatz von Augmented und Virtual Reality sowie Hologrammen haben die Besucherinnen die Möglichkeit, exotische Tiere hautnah in ihrem natürlichen Habitaten zu erleben. Saisonspezifische Programme würden dauerhaft Abwechslung bieten und zu einem immensen Pull-Faktor für den Zoo werden. Wir sind davon überzeugt, dass vor allem die jetzige Generation selbstverständlich mit dem Begriff Nachhaltigkeit aufwächst und neue Technologien spielend bedient werden. Diese Generation sind die Besucherinnen von morgen. Wenn diese ausbleiben, dann hat unser Zoo keine Zukunft. Wir regen deswegen einen Zeitaufschub der finalen Entscheidung über den Neubau an, da wir zuerst eine Nutzeranalyse in Form einer Bürgerinnenumfrage vorschlagen. Anhand dieser Umfragewerte können dann Rückschlüsse auf die realen Bedarfe analysiert werden. Nehmen Sie sich bitte Zeit, um zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen und gönnen Sie sich eine Denkpause. Gehen Sie mit uns zusammen den Weg in die nachhaltige und digitale Zukunft Dresdens. Machen Sie den Dresdner Zoo zu einem Vorzeigeobjekt in Sachen Nachhaltigkeit und sichern Sie uns die Vorreiterstellung im Einsatz neuer Technologien. Der einzig logische Weg heißt jetzt: Erstens, vertagen Sie die heutige Entscheidung. Nehmen Sie sich Zeit. Zweitens, geben Sie eine Nutzeranalyse in Auftrag. Traditionen sollten nicht zum Stigma werden, sondern uns alle zukunftsweisend inspirieren. Wir hoffen wirklich, dass Sie sich das zu Herzen nehmen und heute einmal mehr warten. Danke. Vielen Dank.
Meine Damen, meine Herren, ich würde Sie noch mal wirklich sehr herzlich bitten, die Gespräche jetzt einzustellen und insbesondere auf den Plätzen, so wie es bei Stühlen vorgesehen ist, sitzend der weiteren Sitzung zu folgen. Wir haben jetzt den Einstieg in die Fraktionsrunde, was nicht bedeutet, dass jede Fraktion, wenn sie schon gesprochen hat, noch mal muss, aber sie darf. Und deswegen würde ich das gerne mit großer Konzentration jetzt weiter fortbringen. Und bitte jetzt die Stadträte, die noch nicht sitzen, Platz zu nehmen oder ansonsten notwendige Gespräche woanders zu führen. In der Fraktionsrunde beginnt die CDU-Fraktion. Frau Wagner, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, heute haben wir eine formale Finanzierungsvorlage. Frau Schäfer hat es vorhin gesagt. Diverse Grundsatzentscheidungen zum Bau der neuen Orang-Utan-Anlage haben wir viel früher getroffen. Ich will es nur kurz aufzählen. Sanierungs- und Entwicklungskonzept 2007, Grundsatzbeschluss des Stadtrates, da war das Orang-Utan-Haus drin. Der Zoo hat Eigenmittel eingeplant und angespart. Erste Vorbereitungen in Höhe von 1,6 Millionen Euro sind 2020 bereits angelaufen. Im Doppelhaushalt haben wir es drin. Der Stadtbezirksbeirat hat über 60.000 Euro zur Planung zur Verfügung gestellt. Und letzten November haben wir den Beschluss gefasst, dass eine Vorlage erarbeitet werden soll. Wir haben den Beschluss gefasst, niemand anderes. Das heißt, es gab ganz klare Arbeitsaufträge an den Zoodirektor. Und der Zoodirektor hat geliefert. Die Planungen sind abgeschlossen. Das Baugenehmigungsverfahren läuft. Die Planer sind startklar. Erste Aufträge wurden ausgelöst. Und nicht nur das, es klang vorhin schon mal durch. Die Spendenbereitschaft ist enorm, obwohl, eigene Aussage des Zoos, wir haben noch nicht mal richtig mit der Spendensammlung begonnen. Es sind de facto schon 1 Million Euro Spenden eingesammelt. Und das, werte Kollegen, das zeigt, der Zoo und insbesondere unsere Orangs sind eine Herzensangelegenheit für die Dresdner. Nochmal ein kurz zum Schwenk zum Sanierungs- und Entwicklungskonzept. Der Masterplan 2020 wurde, wie gesagt, 2007 beschlossen. Anfangs finanziert über den Stadthaushalt mit 8 Millionen pro Jahr beziehungsweise 4 Millionen pro Jahr. Mehr als 2 Dutzend Tieranlagen sind mittlerweile neu entstanden, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen für beste Haltungsbedingungen. Die Pinguine, die Löwen, die Karakale, die Giraffen, und so fort, und so fort, und so fort. Erste Bilanz, zweite Bilanz. Die wirtschaftlichen Kennzahlen wird ja auch kritisiert. Diese Investitionen bringen gar nichts. Doch, sie bringen was. Das Ziel war 900.000 Besucher vom Sanierungs- und Entwicklungskonzept. Das haben wir, ich habe es mir noch mal notiert, im Verlauf im Jahr 2018 erreicht. Die Besucherzahlen sind sukzessive hochgegangen und man kann das ganz klar auch an den Investitionsmaßnahmen ablesen. Bauvergabe. Die Aufträge gingen vor allen Dingen an Dresdner und sächsische Firmen für diese Investitionen. Das ist eine tolle Entwicklung und da muss ich sagen, ich kann mich auch noch erinnern, als ich in der DDR die Affen beobachtet habe und das war traurig. Das war ein ganz kaltes, fliesengeprägtes Gebäude und da haben viele Affen jetzt schon eine tolle neue Heimat im Professor Brandes Haus. Und unsere Orangs, die sind immer geschoben worden, weil es ist ein Wahnsinnsprojekt, es ist ein tolles Projekt, es ist ein wichtiges Projekt. Aber sie mussten bisher warten und jetzt sind die Orangs dran. 85 ist das Haus eröffnet worden, damals als Interim. Es sollte also keine Dauerlösung sein. 21 wohnen die Orangs immer noch in dem Gebäude. Es ist eine bedrohte Tierart. In der ganzen Welt leben weniger in Zoos und freilebend als 14.000 Sumatra-Orang-Utans. Der Zoo selber hat einen Vergleich gebracht, dass Habichtstadion, sage ich jetzt schon, wäre nicht mal zur Hälfte mit Orangs gefüllt, wenn wir sie da draufsetzen würden. Und der Zoo leistet insbesondere bei der Orangzucht seit über 100 Jahren einen ganz, ganz wertvollen Beitrag zum Arterhalt. Früher Vorreiter, heute dazu gezwungen, die Zucht erstmal einzustellen, weil die Haltungsbedingungen einfach nicht mehr verantwortbar sind. Aber die Orangs, die gehören zum Dresdner Zoo, so wie der Zoo zu Dresden gehört. Und deswegen möchte ich noch was
zu dem Gebäude sagen, was entstehen wird. Frau Schewe hat vorhin schon gesagt, es wird europäische Maßstäbe setzen. Zoologische Experten haben auch auf Drängen des Aufsichtsrates mitgearbeitet. Und das Gebäude, das überzeugt sie. Ich möchte mal drei kurze Sachen sagen, die mich persönlich auch überzeugen. Erstens, Orangs sind Tiere, die fast ihr komplettes Leben in der Höhe verbringen. Aktuell haben sie 4x4 Meter mit 3 Meter Höhe. Künftig werden sie in der Spitze 12 Meter zum Klettern haben. Mehr Flexibilität und Freiheit durch die Außen- und Innengehege, durch das ganze Gehegemanagement. Künftig können die Orangs im Sommer entscheiden, ob sie nachts draußen schlafen, einfach auf ihren Bäumen und dabei, das ist mein persönliches Highlight, weil das Gebäude hat eine Muffinform. Und dann können die oben drüber draußen rausklettern und können in den großen Garten gucken und auch die anderen Tiere sehen. Das ist wirklich eine tolle Sache und wir unterstützen das voll und ganz. Auch die Kritik ist ja, unseren Orangs geht es nicht gut, aber unseren Orangs geht es gut. Das sagen die Tierärzte und das sagt auch eine Studie, die extern von Tierärzten angefertigt wurde. Es sind sensible Tiere, unsere Orangs. Und ich kann nur sagen, wenn man sagt, die müssen irgendwo in einen Gnadenhof, die haben einen ganz engen Bezug zu ihren Pflegern. Die reagieren ganz sensibel auf die Menschen, auch mit denen sie umgehen. Wenn man sagt, wir geben die woanders hin, und ich respektiere wirklich die Meinung der Tierschützer, ich respektiere die, ich habe eine andere Auffassung, dann ist das aus meiner Sicht zynisch, weil damit würden die Orangs nicht gut klarkommen. Und das haben wir auch sehr ausführlich in einer Antwort auf eine Frage von Herrn Schulte-Wissermann bekommen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss und das ist auch mein Fazit. Was machen wir mit dieser Ambivalenz? Tierschutz versus Abholzung der Regenwälder. Wir können die hier nicht aufheben, wir können aber Verantwortung übernehmen für unsere Dresdner Orang-Utans und wir können sie zu dem machen, was sie wirklich sind. Wenn so ein Tier vor einem sitzt, dann hat das eine Wirkung und dann sind sie Symbol für ihre Artgenossen in der freien Wildbahn, die immer weniger werden. Und die regen uns dazu an, darüber nachzudenken, muss ich jetzt ein Produkt mit Palmöl kaufen oder sollte ich vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr spenden für den Erhalt der Regenwälder? Das sind unsere Orangs und dafür stehen sie. Machen wir heute die formale Sache in ein grünes Licht und geben wir den Weg frei für die Finanzierung dieses bombastisch tollen Tierhauses. Danke. In der Fraktionsrunde AfD-Fraktion, Herr Vetterlein, bitte. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Dresdner Zoo ist der viertälteste Tierpark Deutschlands und beging vor genau 3 Tagen sein 160-jähriges Bestehen. Er gehört zu Dresden wie die Semperoper, der Zwinger, Dynamo und auch der Fernsehturm. Ist also eine traditionelle Einrichtung, die es gilt zu erhalten, zu pflegen und zu gestalten. Der Dresdner Zoo ist nicht nur bei den Touristen, die Dresden besuchen, beliebt, sondern auch und vor allem bei den Dresdnerinnen und Dresdnern, was die hohe Anzahl an Jahreskarten belegt. Gerade diese sind, trotz der ständig steigenden Kosten, im Preis nur sehr geringfügig erhöht worden, gerade um den Dresdnern mit Familien und hier insbesondere den Kindern auch mehrfach im Jahr einen Besuch zu ermöglichen. Ja, der Dresdner Zoo erfüllt auch einen Bildungsauftrag. Es wird auf vielfältige Art und Weise, auch durch die Zooschule, Wissen über die Lebensweisen der verschiedenen Tierarten, der Entwicklungen, Verbreitungen und Anpassungen auf die Veränderungen auf unserer Erde vermittelt. Aber natürlich dient unser Zoo auch der Entspannung, der gemeinsamen Freizeitgestaltung und dem gemeinsamen Erleben. Er ist eine grüne Oase mitten in der Stadt. Das soll er auch weiterhin bleiben. Er soll in Zukunft noch attraktiver, interessanter und anziehender werden. Dazu wird die vorgesehene neue Orang-Utan-Anlage beitragen. Bereits seit 5 Jahren laufen die Planungen
Und heute gilt es nun, wie man so schön sagt, Nägel mit Köpfen zu machen. Ich spreche hier ganz bewusst von der Orang-Utan-Anlage und nicht wie andere vom Affenhaus, was meiner Meinung nach eine Geringschätzung ausdrückt und dem wirklichen Anliegen nicht gerecht wird. Orang-Utans gibt es seit 1927 im Dresdner Zoo, also seit fast 100 Jahren. Und unser Zoo hat sich durch die wissenschaftliche Begleitung der Aufzucht und Entwicklung international einen Namen gemacht. Natürlich kann man die Tierschützer und Tierschutzorganisationen insofern verstehen, dass sie kritisieren, dass Wildtiere aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und zur Schau gestellt werden. Aber gerade dieses Argument zählt hierbei nun überhaupt nicht. Denn unsere 5 Orang-Utans sind seit Geburt und somit auch seit vielen Jahren im Dresdner Zoo zu Hause. Mit dem Neubau der Orang-Utan-Anlage entsteht nicht nur ein imposanter Bau und Blickfang, nein, er verbessert auch die artgerechte Haltung und schafft auch Platz für andere Tiere, die dann ebenfalls in diesem Komplex ein neues, besseres Zuhause finden. Lassen Sie uns also heute den letztendlichen Startschuss für den Bau geben und freuen wir uns gemeinsam auf das neue Highlight im Dresdner Zoo. Vielen Dank. Vielen Dank. Fraktion Die Linke nochmal. Nicht der Fall. SPD, Frau Vorwieser. FDP, Herr Blödner. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als FDP unterstützen die Vorlage und Finanzierung des Orang-Utan-Hauses. Inhaltlich ist, glaube ich, jedem klar, dass massiver Handlungsbedarf besteht, die aktuellen Handlungsbedingungen nicht artgerecht sind und sich dort etwas ändern muss. Zoos dienen der Bildung, Forschung, Erholung und dem Naturschutz und zum Beispiel durch Nachzucht seltener Tiere. So ist der Zoo Dresden ein Partner der Stiftung Artenschutz. Zur Aufgabe von Zoos gehört unter anderem die Förderung des Artenschutzes, insbesondere durch international koordinierte Zuchtprogramme, sodass in den Zoos sich selbst erhaltende Populationen entstehen. So bemüht sich der Zoo Dresden beispielsweise um die Zucht von Orang-Utans. Auch wenn man die Zoohaltung von Tieren vielleicht nicht gut findet, schaut man sich die Situation in Borneo oder Sumatra an, sollte man dennoch darüber nachdenken, ob Zoohaltung natürlich unter artgerechten Bedingungen eine sinnvolle Option sein kann. Daher zum Bau der neuen Anlage von uns ein klares Ja. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Art der Finanzierung. Ursprünglich war geplant, dass der Zoo als GmbH in städtischem Eigentum eine Bürgschaft der Stadt erhält und das Geld als Darlehen von Banken aufnimmt. Nun soll die Stadt direkt ein Gesellschafterdarlehen geben und dafür ihre liquiden Mittel nutzen. Quasi werden die Mittel der Stadt für geplante, aber noch nicht in Umsetzung befindliche Maßnahmen vorhanden sind, als Cashpool für städtische Unternehmen und deren Finanzierung genutzt. Das hat den Vorteil, dass seitens der Stadt keine Negativzinsen gezahlt werden müssen und umgekehrt Zinszahlungen durch die städtischen Gesellschaften erfolgen. Das ist entsprechend für uns tragbar. Die Risiken für die Stadt durch eine Bürgschaft wären dieselbe. Aber die Diskussion zum Sachsenbad zeigt, wir dürfen damit nicht ein Einfallstor für Schattenhaushalte und Wunschprojekte ohne haushalterische Absicherungen jeglicher Art aufmachen. Und da schaue ich dann auch mal zu dem Finanzbürgermeister. Das Mittel muss klar begrenzt bleiben. Als eine Art Cashpool für städtische Unternehmen, für sowieso vorhandene Darlehen und sowieso geplante Darlehensfinanzierung. Es muss per Wirtschaftsplan klar abgesichert sein. Und was macht für uns die städtische Kreditfinanzierung bei der Orang-Utan-Anlage vertretbar? Das Projekt ist im Haushalt im Rahmen des Wirtschaftsplans des Zoos klar verankert. Der Zoo hat keine nennenswerte weitere Verschuldung. Das Projekt dient klar dem Betriebszweck und der Weiterentwicklung des Unternehmens mit den entsprechenden positiven Wirkungen, beispielsweise auf die Besucherzahl. Das Projekt hat ein Volumen von 17 Millionen. Davon stehen bereits jetzt 5 Millionen als Eigenmittel zur Verfügung. Und die Tilgung des Darlehens ist im Wirtschaftsplan klar abgesichert. Der Zeitraum von 30 Jahren ist aus unserer Sicht durchaus etwas zu lang, aber wir glauben, dass der Zoo in der Lage sein wird, mit Sondertilgung das zu leisten. Wenn er 5 Millionen in wenigen Jahren als Eigenmittel organisieren konnte, dann denke ich, braucht man auch für die weiteren 12 Millionen keine 30 Jahre. So, und entsprechend stehen in dem Zoo auch keine weiteren Großprojekte in den kommenden Jahren an und man hat dadurch eine ausgewogene und planbare Finanzierung. Damit sind für uns die Prämissen erfolgt, dass eine solche Finanzierung sinnvoll erscheint und wir dieser zustimmen können. Entsprechend stimmen wir der Beschlussempfehlung und damit dem Bau und Finanzierung der Orang-Utan-Anlage zu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Blüttner. In der Fraktionsreihenfolge Freie Wähler verzichtet, Bündnis 90 Grüne. Derzeit nicht nochmal, dann Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Lassen Sie mich auf 3, 3,5 Punkte hier noch einmal eingehen. Menschenaffenhaltung im Zoo sei Artenschutz. Es gibt mehrere, aber 2 Hauptarten von Orang-Utans, einen leben auf Borneo, der anderen auf Sumatra, und die haben in Dresden und überall in Zoos in den letzten Jahrzehnten Hybrid Orang-Utans entwickelt, Hybride, die sowohl in dem einen wie dem anderen Lebensraum nicht lebensfähig sind und dadurch, dass sie auch noch nie einen Baum überhaupt gesehen haben, natürlich auch nicht auswilderbar sind. Und gleichzeitig sind halt viele Affen nahe der Urwälder, die verschwinden in Auffangstationen. Ob Sie mir glauben oder nicht, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt zitieren aus einem Brief, den Sie alle bekommen haben, von Professor Dr. Volker Sommer, Professor für evolutionäre Anthropologie an der Universität London. Und er schreibt: Im Übrigen ist die Behauptung irreführend und zynisch, Nachzuchten würden dem Artenschutz dienen. Denn in Deutschland gezüchtete Gefangene werden nie in der Wildnis entlassen werden. Bereits heute sitzen über 1200 Artgenossen in Malaysia und Indonesien in Auffangstationen fest, da ihre angestammten Lebensräume vernichtet werden. Und weiter geht es: Welchen ökologischen Sinn soll es da machen, unter Millionen Aufwand ein paar neue Orang-Utans in Dresden zu produzieren? Sie sehen, wir sollten also, das ist die Meinung des Professors, lieber den Urwald retten, als hier auf Krampf 17 Millionen Euro für ein Affenhaus auszugeben. Das nächste wurde heute nicht so viel thematisiert, aber ich habe es immer wieder erlebt. Affen im Zoo anzuschauen ist gut für die Bildung, ist gut für die Bindung. Man kriegt also ein Erlebnis für die Natur. Was für ein Erlebnis für Natur soll ich bekommen, wenn ich einen Affen sitzen sehe hinter Panzerglas? Ja, ich kann doch da keine Emotionen empfinden, außer, und das ist wahrscheinlich der große Elefant im Raum, den hier keiner sehen und benennen will, außer es transportiert das Bild, die Menschheit darf Menschen, Affen einsperren zum Angucken, weil sie es können. Weil der Mensch höher ist als die Tierarten, dürfen wir das den Tieren antun. Und das zumindest ist in meiner moralischen Welt einfach nicht in Ordnung. Der dritte Punkt, und da möchte ich jetzt mal um Aufmerksamkeit bitten, weil das ist wichtig. Ja, in diesem Prozess sind sehr, sehr viele Halbwahrheiten gesagt und gemacht. Ich meine nicht heute Abend nur, sondern generell. Und letztendlich kommt es immer wieder auf diesen ominösen Aufsichtsrat Zoo zu. Wir haben im Aufsichtsrat Zoo das ganz genau diskutiert. Wer sind wir? Also ich bin nicht im Aufsichtsrat Zoo, als Fraktionsloser bin ich da sowieso nicht. Und nur wenige Leute von den 70 Stadträten sind da. Ich habe es in meiner ersten Rede gesagt. Hat irgendjemand von Ihnen Baupläne? Wir haben alle nur diese Hochglanzbroschüre mit dem einen Bild drin. Hat irgendjemand Baupläne? Nein, niemand hat es. Weiß irgendjemand, wie die Affen nachher gehalten werden? Frau Wagner hat gerade so schön erzählt, die Affen können nachts raus, wenn sie wollen. Woher wisst ihr denn das? Orang-Utans sind nachts alleine in Boxen, weil sie eigentlich Einzelgänger sind, hat uns der Herr Ukeda im Zoo erzählt, als wir beim Vororttermin waren. Also das kann man nicht machen. Aber jetzt etwas, was wirklich, wirklich sehr erstaunlich ist. Frau Apel hat gesagt, dass eine Frau Dr. Stine Prokhoff mit in die Planungen involviert gewesen wäre. Involviert heißt als Beraterin, Honorar, irgendwas aufgeschrieben, ein Text und etwas, worauf man sich beziehen kann. Hat irgendjemand im Aufsichtsrat Zoo oder im Stadtrat irgendwie ein Schriftstück von ihr gesehen?
Laut Aussage, die ich bekommen habe über einen Zwischenkontakt, sitzt Frau Stine Prokhoff gerade in Borneo im Urwald und kann nicht telefonieren, weil da kein Netz ist und nur alle ein, zwei Wochen ist sie in irgendeiner Station, wo es E-Mail gibt. Und sie hat geschrieben, dass sie ein- oder zweimal ein Gespräch mit einer grünen Politikerin hatte und dass sie dann darüber nachgedacht habe und der Zoo auch, daraus eine Beratertätigkeit zu machen und das sei nie zustande gekommen. Meine Damen und Herren, ich kann das von hier aus nicht überprüfen, ich kann das sozusagen nicht wie wahr oder falsch, aber es zeigt doch, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht kann Frau Apel noch etwas dazu sagen, sie wurde ja auch gesagt, dass sie persönlich mit ihr gesprochen hätte, was ich glaube, was nicht so war. Und daher, da dieses Ganze jetzt wirklich nicht aufgeklärt ist und wir doch nicht irgendwie sagen können, die Situation der Tiere ist dann super, weil die große Expertin hat gesagt, die Situation für die Tiere ist super. Wenn sie doch gar nicht super ist, stelle ich hiermit den Antrag, nach der Diskussion den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Gut, da die Fraktionsrunde abgeschlossen ist, ich niemand auf der Rednerliste habe, ist jetzt geschäftsordnungsmäßig von Herrn Dr. Schulte-Wissermann die Vertagung beantragt. Als Geschäftsordnungsantrag lasse ich darüber abstimmen. Wer dem zunächst Gegenrede, sehe ich formal. Gegenrede ist formal, insofern bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Vertagungsantrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Der Antrag auf Vertagung wurde bei 5 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen dann zunächst zum Ersetzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dieser Antrag ist bei 6 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag Fraktion Die Linke. Wer diesem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem wurde bei 44 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Wir kommen zum Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser wurde bei 15 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen damit zur Schlussabstimmung des geänderten federführenden Ausschussberichtes und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 45 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden.
Wir haben damit den letzten Tagesordnungspunkt für heute absolviert, sind etwas über die Zeit gekommen, haben aber zumindest die größeren Punkte geschafft. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Verleben Sie ein gesundes Feiertagswochenende und starten dann wieder munter in die Arbeit. Alles Gute und schönen Abend.